NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran North and South, North and South, extra für euch am NES. Wer kein NES-Game versäumen will, der kann da unten gleich mal abonnieren. Wer mir persönlich eine kleine Freude machen möchte, der lässt einen Daumen hoch da. So, und jetzt schauen wir uns an, North and South am NES, rein mit uns. So, wir haben hier Spiel 1, Level 1, das wird ausgewählt, sehr gut. Wir spielen hier gegen den Computer, Computer auf Level 1. Wir spielen mit Indianer, wir spielen mit Gewitter und wir spielen auch mit Schiffen. Los geht's. North and South am NES, Leute. North and South war ja das erste Echtzeit-Strategiespiel, sagt man so. Ich weiß nicht, seid ihr auch der Meinung, dass North and South zählt das schon zu Echtzeitstrategiespiel? Lasst uns mal drüber quatschen in den Kommentaren, beziehungsweise ihr könnt da oben da abstimmen, ob das jetzt ein Echtzeitstrategiespiel ist oder nicht. Ich bin mir auch nicht so sicher, aber meine Antwort kommt wie so oft zum Schluss. Ich möchte euch da ja nicht beeinflussen in eurem Werken. So, wir rücken mal hier vor mit unseren Einheiten. Und nehmen hier mal gut ein. Die Eisenbahnlinie einnehmen ist mir das Wichtigste, damit man gut Geld kriegt. Und der erste Angriff, die erste Angriffswelle rollt schon. Eieieiei. Okay, ich habe schon ein bisschen geübt. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ah! Oje. Ich muss wechseln. Falsche Maxeln erwischt. Ah, hey, war gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht. Den brezel ich mit dem weg. Ja, weggebrezelt. Yes. Hohe Verluste. Aber geschafft. Okay. Die haben wir mal weg. Sehr gut. Sind wir schon mal taktisch gut im Vorteil hier. So, wo können wir hier... Was ist bei Gewitter? Tötet mich Gewitter? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es aus. Oder wird er einfach nur nass? Daher... Wären meine Truppen nur nass? Sind nasse Truppen irgendwie schlechter als trockene Truppen? Oder beeinflusst es nur das Spielfeld? Wenn ihr das wisst, haut es mir in die Kommentare runter. Ich habe es jetzt zwar schon ein paar, ich würde fast sagen ein paar Stunden gespielt, aber ich habe da irgendwie beim Gewitter nie das Glück gehabt, da irgendwas zu entdecken. So, wir rücken da weiter vor. Ui, das wird ein kurzes Spiel für unseren Gegner. Schaut schlecht aus für unseren Gegner gerade ein bisschen. Wir holen uns da gut Money hier. Weil Money bedeutet Truppen. Mehr Money bedeutet mehr Truppen. Ich habe das meine Kids vor ein paar Tagen spielen lassen, wie ich es getestet habe. Und zu meinem Erstaunen, die waren total begeistert davon. Also auch Kinder heute noch spielen gern North and South. Hatten richtig Spaß, haben eine Stunde gezockt und hatten richtig, richtig Spaß zu zweit mit dem Game. Ist wirklich ein Hammer, Zwei-Spieler-Spiel. Wo spawne ich? Ich spawne hier. Also auch Kids haben mit dem Game heutzutage noch Spaß. War ich nicht sicher, ob die mit dieser Grafik zurechtkommen. Und die Steuerung ist doch schon ziemlich eigen, aber war kein Problem. Also die Kids waren so 9 Jahre alt und haben das gut gezockt. Ich glaube, die zocken sowieso alles, solange sie nur zocken dürfen. Oh, jetzt kriegt der Gegner auch Truppen. Mist. Nicht gut. Wieso kriegt der Truppen? Der soll keine Truppen kriegen. Okay, ich ziehe mal von hinten nach vor. Unauffällig. Weil er richtig viel Truppen bekommen. Und meine Strategie ist nicht angreifen, sondern einnehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist oder nicht. Aber den greife ich jetzt an. Das versuche ich mal. Mal schauen. Vielleicht ich versuche mein Glück. Gleich mit der Kanone geht's los. Ah, mit Brücke. Okay, fahren wir darauf. Mal die Pferde wegballern hier. Guter Treffer. Mist, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Die weggebrezelt hier. Okay. Das wird knapp. Das wird knappe Runde. Weil ich weiß nicht.
habe ich nicht weggebrezelt. Aber den Kanonenmann, der kriegt mich nicht. Der hat keine Chance. So, wo respawn ich jetzt? Ja, einer noch. Einer noch. Einer noch. Knapp, knapp. Ihr seht, Leute, ich bin nicht so gut in dem Game. Obwohl ich ein bisschen geübt habe, aber ich weiß, das geht doch viel besser. Ist mir klar. Ja, haha. Alle tot, nur noch ein Reiter über. Egal. Alle Grafiken sind, also die Pixel-Grafiken so zwischendurch, wie der Zug fährt und so, sind doch auch richtig nice. Richtig schöne Pixel-Grafiken. Okay, Angriff! Oh, okay, was habe ich denn da noch? Da habe ich nur zwei Reiter. Also nicht sehr, das ist nicht sehr berühmt. Oh je, gar keine Reiter mehr. Tot. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Oh je. Wer kriegt? Ah, ich krieg. Haha. Ich bekomme das Geld, Leute. So, ich gehe jetzt da runter. Und was passiert, wenn ich da jetzt runtergehe? Ah, jetzt muss ich ein Fort einnehmen. Okay, das ist schwierig, aber schaffbar. Ich muss jetzt möglichst schnell, also schneller als die Zeituhr sein. Die Zeituhr, schneller als die Uhr. Ah. Ah, der verprügelt mich hart. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Warum hüpft er nicht? Der hüpft nicht. Ach, wieso hüpft er nicht, der Affe? Okay, jetzt konzentriere ich mich. Nein. Ah. Oh Gott, ich bin richtig übel gerade. Okay. Na! So, jetzt habe ich es aber geschafft, den Sprung. Weg verprügeln. Ja! Jetzt hat er nur noch drei. Er hat nur noch drei. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Ah! Nein, verprügeln ihn doch! Ah nein, er verprügelt mich und der Hund! Ah, verdammt! Ui, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Und ich spiele auf leicht, Leute. Denke ich, peinlich! Peinlich ist das! Komm, 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 komm! Weggebrezelt. Hüpfen. Weggebrezelt, weggebrezelt. Da geht er wieder rauf, weil da unten ist eine Bombe. So, da. Jetzt hat er keine Truppen mehr. Jetzt easy job. Ganz gemütlich. Keine Fehler mehr machen. Einfach rübergehen. Schaffe ich locker. So, da, wo ist die Flagge? Hehe, eingenommen. Yes. Wunderbar. Und gleich geht's weiter. Das bedeutet mehr Geld und mehr Geld ist immer gut, weil mehr Geld bedeutet mehr Truppen. So, da, wir nehmen hier noch mehr ein. Und wir kriegen wieder fett Kohle. Sehr gut. Wo kommt der hin? Der kommt gleich daher. Ah, der vereint da seine Truppen, dann werden sie stärker. Das ist natürlich eine sehr gefinkelte Strategie. Soll ich ihn angreifen versuchen? Ah, ich greife ihn an. Wenn ich den platt mache, habe ich nämlich gewonnen. Ich mache ihn platt. Ich mache ihn platt. Mann. So, mal schauen, ob ich es schaffe. Gleich mit der Kanone gut zielen. Nicht so die Strategie. Ich habe einen Max. Okay. Aber viel abgenommen habe ich ihm dabei. Also für dafür, dass ich nur so wenig Truppen hatte, war das nicht so übel. Also der kann sich nicht bewegen, weil er da gestört ist vom... Ach, das macht das Gewitter. Ich kann ihn da nicht ziehen. Okay. Verstehe. Aber ich habe die Eisenbahnlinie. Ich krieg richtig Geld. Und der flüchtet. Der Feigling. Okay, er will es genau wissen. Okay. Jetzt muss ich ihm Truppen schicken. Schauen wir mal. Jetzt lasse ich mal die Explosion reingehen. Super. So, da. So, und jetzt schicke ich mir mal einen da. So, da. Ah, Mist. Der ist nicht so schlecht. Nein, wieso? Ah, wieso kann ich da nicht drauf? Ich will nicht runterfliegen. Sehr gut. Komm, 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 komm. Du kannst nichts. Ah, hat mich niedergehauen. Dreck. Mist. Der ist gut, der Computer. Der ist richtig gut. Oder ich bin richtig schlecht. Ah. Ah. Dreck.
Ja, Hund, sehr gut. Töt ihn. Ja, komm an. Kein Schaden. Ich smash einfach. Ah nein, ich dachte, ich kann ihn einfach wegsmashen. Nein, komm runter da. Nein, weg. Dreck. Mist. Verdammt. Ich hätte mir üben sollen. Das war keine gute Performance. Aber egal. Ah, ja. North und South, Leute. Richtig, richtig gutes Spiel. Aber ich kann nicht nur sagen, spielt es zu zweit. Zu zweit ist noch viel lustiger. Zu zweit ist es richtig, richtig fein. Jetzt greife ich den da unten mal an. Angriff! Los geht's! Alles platt machen! So, da. Ja. Keine Chance. Zeit ist mir übergeblieben. Spannend, Leute. Spannend. Da knistert schon vor lauter Spannung. Da ist immer noch einer. Ich dachte, ich habe alle platt gemacht. Bin mir relativ sicher, dass ich die alle platt gemacht habe. Gut, jetzt ist aber weg. Wiedersehen. Gut. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Okay, mit dem Zimmer darüber, damit man den da unten platt machen kann. Ja, wir kriegen wieder Geld. Wunderbar. Truppennachschub. Ja, mit den Truppen. Ja, die Südstaaten, die können nichts. Die können nichts. Jetzt kommt ein Schiff. Was bringt das? Bringt das Truppen? Das bringt Truppen dem Gegner. Eieieiei. Verdammt. Verdammte Axt. Was ist das? Zugüberfall? Zugüberfall. Was muss ich machen? Nein, komm an, steh auf. War zu langsam. Das habe ich noch nie gemacht. Das hatte ich noch nie. Und damals, ich habe es da damals ein, zwei Mal gespielt. North and South. Aber ist einfach zu lang her. Ist wahrscheinlich, na, muss so um die 20 Jahre her sein. Seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Also bevor ich mich jetzt ein bisschen eingezockt habe. Ja, das ist erschienen 1990. Da liegen schon ein paar Jährchen dazwischen. Na, es war nicht so schlecht, die Strategie. Jetzt alles andere fertig machen, außer die Reiter, weil die Reiter, ich weiß, gegen die habe ich nicht so viel Chance. Na, ist nicht ausgegangen. Schauen wir mal, wie ich das noch hinkriege. Ah, einer noch. Den kriege ich auch noch. Den einen kriege ich noch. Das geht. Das muss gehen. Geht schon. Jawohl. Weg ist er. Weg ist er. Okay. Wird noch ein spannendes Match. Man gedacht, das wird so ruckzuck in 10 Minuten um sein. War so mein Plan. Und jetzt schon 14 Minuten. Eieieiei. Aber egal. Ich lass laufen. Ist mir egal. Alle sagen immer, Let's Play sollte nicht länger als 10 Minuten sein.
Ich zeige euch, es geht auch anders. Oh yeah. Wir hat zwei Kanonen. Die haben sich selber fertig gemacht gegenseitig. Mist. Nein. Nein. Oh nein. Puh. Okay. Das wird knapp werden. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay, die Brücke ist kaputt gemacht damit. Nein, bleib stehen da. Okay, er hat keine Munition mehr, damit habe ich zumindest nicht verloren. Ja, haha. Es war kein sehr glorreicher Sieg. Da sind wir uns einig, oder? Es war kein sehr glorreicher Sieg, aber... Es war eine glorreiche Schlacht. Richtig fein. Richtig fein. Northern Soft am NES. Macht super Spaß. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich hoffe, für euch geht es jetzt gleich weiter mit Ghostbusters. Ghostbusters. New Ghostbusters am NES. Könnt ihr gleich da weiterschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch, und wenn ihr noch mehr sehen wollt und regelmäßig informiert werden wollt, könnt ihr da unten auch gerne abonnieren. Ciao, ciao. Für euch geht's weiter. Dort geht's weiter für euch. Ghostbusters.